Lilo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn ich habe Geburtstag und ich bin schon wieder ein ganzes Jahr älter geworden. Ich nehme das Video gerade am Abend auf und ja, weil heute würde ich es leider nicht schaffen, irgendwie Content für euch zu kreieren, da ich ja die Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. Genau, ja, ich dachte mir, ich mache trotzdem ein kurzes Video. Ich reite durch die Hollow Woods. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wann ihr so Geburtstag habt. Finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ja, genau, ich wollte noch mal kurz zu dem Thema Winterdorf Weihnachtsupdate kommen, denn gestern im Livestream hatten wir so ein bisschen darüber diskutiert, wann kommt das, wie kommt das und was erwartet uns da eigentlich. Und das Ding ist, Star Stable hat ja auf ein paar Kommentare geantwortet, dass sie noch nicht fertig sind und somit sich das Ganze etwas verschieben wird. Wir können damit aber rechnen, dass am 6. Dezember dann der Winter nach Jorvik kommt und alles mit Schnee bedeckt sein wird. Darauf freue ich mich schon so, so sehr. Vor allem Hollow Woods ist neu reingekommen und wir werden es direkt auch im Schnee sehen. Deswegen, ich bin mega krass darauf gespannt, wie das dann auch sein wird. Ja, am 13. soll dann auch das Winterdorf zu uns zurückkehren und auch die magischen neuen Pferde. Da haben wir unter anderem das Lebkuchenpferd, nenne ich das jetzt mal, und das Kristall-Eiszapfenpferd, keine Ahnung. Die werden ja auch dann beide kommen. Da bin ich auch sehr gespannt, was ihr von diesen beiden Pferden haltet. Meine Meinung habt ihr wahrscheinlich schon gehört, aber ich verlinke euch das Video auch nochmal im i, wo ich euch sage, was ich denke, welchen ich schön finde und welcher, glaube ich, zu 100% einziehen wird. Ich bin mir da aber auch noch ein bisschen unsicher. Ja, sagt mir auf jeden Fall mal sehr, sehr gern Bescheid, wie ihr die beiden Pferde findet. Das Ding dabei ist, wenn das Winterdorf am 13. Dezember erst ins Spiel kommt, können wir direkt mit einem Mal 13 Adventskalendertürchen öffnen. Darauf freue ich mich dann schon sehr. Ich lade euch einfach alle hoch und dann schauen wir mal gemeinsam, was dort drin ist. Ich hoffe, dass sehr, sehr coole Sachen drin sein werden. Ich hoffe wirklich, dass coole Sachen drin sein sollen, weil worüber ich mich nicht freuen würde, wären jetzt so Karotten, Äpfel oder ja, Heu, also sowas, was wir halt kennen. Das finde ich dann ein bisschen langweilig. Auf die Starcoins freue ich mich auf jeden Fall. Wir bekommen ja 300 Starcoins immer. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Das wäre dann doch schon richtig ärgerlich, wenn das nicht mehr der Fall sein sollte. Ja, genau, das ist auf jeden Fall, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Genau, wir haben als Park Creator auch etwas Cooles für euch vorbereitet. Ich weiß noch nicht, ob ich darüber sprechen darf, aber ich darf euch schon mal bestimmt sagen, dass wir etwas am Vorbereiten sind für euch. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Genau, alles Weitere dazu werde ich euch auch noch dann erklären. Beziehungsweise wir alle als Creator werden euch dazu auch noch die Informationen dann überreichen. Genau, das ist auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann. Ja, und gestern, ich weiß nicht, im Stream habe ich Brilliant auf Level 7 freigeschaltet und endlich kann ich euch die Piaffe zeigen. Schaut mal bitte, wie wunderschön das aussieht und es eignet sich wirklich perfekt für die Dressur. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das KWPN kann ja auch noch, wenn ihr Shift, ich muss gerade mal gucken, Shift und W macht, wartet mal, den
raumgreifenden Trapp. Ich glaube, so hieß es, Maren. Das sieht auch mega, mega schön aus. Wie gesagt, ich finde die Pferde wirklich atemberaubend schön. Ja, das war auf jeden Fall ein Video mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es in die Videobeschreibung packen soll. Aber ich hoffe, dass ich euch ein klein wenig informieren konnte über ein paar Dinge. Und ja, jetzt genieße ich den Tag mit meiner Familie. Ich bedanke mich jetzt schon mal für all eure lieben Glückwünsche. Fühlt euch alle ganz, ganz feste gedrückt. Ich hab euch lieb und ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Hab euch lieb. Bis bald.